Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem What I Read Next Video. Ihr kennt es, am Ende jedes Monats frage ich euch, was ich im nächsten Monat für ein Buch von meinem Stapel ungelesener Bücher befreien soll. Wie immer habe ich euch 4 Stück vorbereitet. Ich glaube, 2 davon sind sogar auf meiner 22 für 22 Liste. Ich verrate euch aber nicht welches, um das Ergebnis nicht zu beeinflussen. Aber derjenige, der schon ein bisschen länger hier auf dem Kanal ist oder so schlau ist, sich das 22 für 22 Video anzuschauen, was ich euch gerne nochmal hier verlinke, der weiß, welche 2 Bücher es sind. Und wer sich ein bisschen in der Buchszene auskennt, weiß auch, dass eins davon gerade erst erschienen ist und von daher da vermutlich eher nicht drauf ist. Ja. Mama, bist du bereit? Dann würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Buch. Das da wäre Still Missing You von Valentina Fast. Ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Das erste New Adult Buch der Autorin. Das habe ich zur Verfügung gestellt bekommen von der Lovely-Book-Seite. Ich musste kurz überlegen. Von der Lovely-Book-Seite bin ich schon sehr gespannt, wie mir das gefallen wird. Ich muss auch sagen, ich kenne nur Leseproben ihrer Fantasy-Bücher. Also ich habe tatsächlich noch kein einziges Buch von ihr gelesen. Aber ich kenne viele, die ihre Bücher mögen und deren Geschmack gleicht meinem. Von daher warten wir es mal ab. Ich lese euch jetzt mal vor, um was es in ihrem ersten New Adult Roman geht. Sie konnte nicht bleiben, er wollte niemals weg. Zur Beerdigung nach ihrer Großmutter kehrt Hazel widerwillig in die Kleinstadt zurück, aus der sie vor Jahren geflohen ist. Denn niemand sollte je erfahren, wie sehr Hazel ihren Pflegebruder Derek geliebt hat. Derek! Mein Grey's Anatomy Herz bricht gerade wieder. Und dass er ihr Herz brach, ja, meins auch, ohne es zu wissen. Da hilft es nicht gerade, dass ihr und ihrem Pflegegeschwistern bei der Testamentseröffnung verkündet wird, dass sie eine alte Villa der Großmutter erben. Einzige Bedingung, sie müssen die Villa zu einem Hotel umbauen, alle 4 gemeinsam. Allein wegen diesem Namen möchte ich dieses Buch so schnell wie möglich lesen. Ihr seht hier auf dem Cover, diese braune Farbe. Ich denke, das soll so ein bisschen so Malerfarbe sein, wie vom Anstrich von eines Hauses. Ist auch so ein bisschen griffig. Finde ich ein bisschen schade, dass das Griffige hier nicht weitergeht. Also das hier ist alles nur gedruckt und das hier ist so ein bisschen, ja, so schraffiert. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hätte ich cool gefunden, wenn das ums ganze Buch gegangen wäre. Aber ja, Still Missing You ist das erste Buch. So. Dann machen wir weiter mit Ein Fluch so ewig und kalt von Bridget Camara. Das ist der erste Band der Reihe. Ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt, die Reihe. Falls es jemand weiß, darf er mir jetzt gerne oder sie in die Kommentare schreiben. Ich habe von ihr tatsächlich auch noch kein Buch gelesen und dieses ist auch nur eingezogen, weil ich eine Buchbox bei der Chest of Fandoms gekauft habe, bei der eins der Fandoms dieses Buch war oder diese Reihe war und auch das T-Shirt dazu diese Reihe war. Und im Endeffekt waren drin ein Brillenputztuch und ein T-Shirt mit dem gleichen Motiv, irgendwie so ein Schloss und Emberfall stand da drauf. Ich gehe mal davon aus, dass das die Stadt ist oder das Königreich, mit dem es spielt. Oder dass das Schloss so heißt. Aber vielleicht, wenn wir den Klappentext lesen, sind wir in diesem Punkt ein wenig schlauer. Ein Fluch so ewig und kalt, Band 1 der magischen Bestseller-Serie. Ren, der junge Herrscher von Emberfall, da haben wir es schon, ist reich, schön und einem furchtbaren Fluch unterworfen. Nur ein Mädchen, das ihn aufrichtig liebt, kann ihn erlösen, sonst muss es sterben. Dann fällt Rens Wahl ausgerechnet auf Harper, die in den dunkelsten Ecken Washingtons zu Hause ist und auf keinen Märchenprinzen gewartet hat. Ren lässt sie in sein Schloss entführen, von dem Harper sofort zu fliehen versucht. Nach großer Liebe sieht das nicht aus, bis Harper den wahren Ren erkennt und sein tödliches Geheimnis erfährt. Doch ist sie stark genug, ihn zu erlösen?
Die Schöne und das Biest in Neuauflage wäre dann Buch Nummer 2. Nummer 3. The Secret Book Club, die Liebesromanmission, ist der zweite Band der Secret Book Club Reihe. Ich habe im Januar, glaube ich, nagelt mich aber nicht fest, ich verlinke es euch nochmal hier oben, das Video, bei meinem What I Read Next Video Band 1 vorgestellt. Und das hat in diesem Monat dann auch gewonnen. Das heißt, ich habe es im Februar gelesen, ich glaube. Ja, und hat dafür, dass es so lange in meinem Regal gestanden hat, mir richtig, richtig gut gefallen. Ich wollte direkt weiterlesen mit Band 2, hatte den aber noch nicht da. Hab den dann bestellt. In der Zwischenzeit habe ich dann andere Bücher angefangen und dann war die Euphorie nach Band 1 irgendwie verflogen und dann habe ich es nicht mehr weitergelesen. Dementsprechend steht Band 2 immer noch auf meinem Sub. Band 3 habe ich noch gar nicht, aber Band 4 steht auch schon da. Den habe ich nämlich bei der Postkartenaktion von der Buchhandlung Graf bestellt. Und ich glaube im Winter irgendwann kommt noch einer mit Wintersetting, mit Weihnachtssetting. Da freue ich mich schon sehr drauf. Der ist rot. Also richtig schön weihnachtlich. Ja, Secret Book Club Nummer 2 wäre Buch Nummer 3. Und dann, last but not least, Crave. Da habe ich euch schon mal die Geschichte erzählt, wie ich zu diesem Buch gekommen bin, das ich eigentlich gar nicht unbedingt kaufen wollte. Und weil ich es nicht so unbedingt kaufen wollte, steht es halt auch immer noch hier rum. Wir waren bei Thalia, die Nenia und ich. Und sie wollte nach dem Buch gucken. Und dann sagte sie auf einmal zu mir, es gibt nur noch 2 mit rotem Buchschnitt der Erstauflage. Das war für mich halt wieder so ein Schalter, der sich in meinem kranken Hirn umgelegt hat und gesagt hat, okay, es gibt nur noch 2 mit rotem Buchschnitt, ich muss diesen Buchschnitt haben. Ist total Schwachsinn. Ich weiß auch nicht, ob ich diese Buchschnitte, die jetzt die Verlage andauernd rausbringen in der Erstauflage, ob ich das so cool finde, weil man irgendwie so nicht genötigt wird, das Buch sofort bei Erscheinen zu kaufen, aber irgendwie ist das immer so ein kleiner Teufel in deinem Kopf oder auf deiner Schulter, die dann sagt, kauf die Erstauflage, da ist ein Buchschnitt dabei, für lau. Und dann kaufst du es halt, leider, sehr, sehr oft. Aber ich habe Band 2 noch nicht hier und habe dem Drang widerstanden, es zu kaufen, wegen dem Buchschnitt oder in der ersten Auflage zu kaufen. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich hätte gern auch noch Band 2 mit dem farbigen Buchschnitt. Also falls das jemand von euch verkauft, darf er sich oder sie gern bei mir melden. Ja, dann erzähle ich euch mal, um was es in Crave geht. Ich glaube, das zweite heißt Crush und ist weiß und hat einen schwarzen Buchschnitt. I don't know. Grace verschlägt es nach dem Tod ihrer Eltern ausgerechnet in die Wildnis von Alaska, wo ihr Onkel ein mysteriöses Internat leitet, die Katmai Academy. Und die Schüler sind nicht weniger rätselhaft. Allen voran Jackson Vega, zu dem Grace sich auf unerklärliche Weise hingezogen fühlt, trotz aller Warnungen, dass sie in seiner Nähe nicht sicher ist. Denn Jackson hat ein gefährliches Geheimnis und Grace muss sich fragen, ob sie wirklich zufällig in Alaska ist. Oder ob sie jemand hergebracht hat, als Köder. Twilight Vibes in Buch Nummer 4. Ja, das waren sie auch schon, alle Bücher, die ich euch zeigen möchte und die ihr jetzt quasi als Wahloption habt. Zum ersten Still Missing You, zum zweiten Ein Fluch so ewig und kalt, zum dritten The Secret Book Club Nummer 2 und zum vierten Crave. Jetzt liegt es mal wieder an euch. Oh ja, Lana liegt wieder sehr ladylike da. Molly, mach mal bitte die Beine zu. Oder auch nicht. Ich zensiere das jetzt einfach mit meinem Körper. Ja, genau, es liegt an euch. Sucht euch eins der 4 Bücher aus. Schreibt es unten in die Kommentare. Ich werde auch bei Instagram in meiner Story wieder eine Abstimmung machen lassen. Also wenn ihr euch daran beteiligen wollt, dann schaut auch gerne auf Instagram vorbei. Dort heiße ich canisminorart_books. Da findet ihr auch jeden Tag
verschiedene Stories. Ich versuche jeden zweiten Tag auch einen neuen Post zu schreiben, aktiv mit euch zu kommunizieren. Also da erreicht ihr mich auf jeden Fall deutlich schneller als hier auf YouTube. Und das war jetzt genug Schleichwerbung. Ich werde jetzt an meinem Manuskript zu meinem zweiten Roman final arbeiten. Der soll nämlich bald freigegeben werden und dann kann der im Juni erscheinen. Also merkt euch schon mal den 7.6. in eurem Kalender. Ab da könnt ihr nämlich mein zweites Buch vorbestellen. Heute ist das Video voller Schleichwerbung, es tut mir leid. Aber ich bin gerade so mega happy, dass das jetzt tatsächlich alles so stattfinden wird und aufgeregt und ja, vielleicht mache ich euch mal ein extra Video zu Thema Schreiben, wie so mein Tagesablauf ist oder so. Muss ich mal gucken, mache ich mir mal ein paar Gedanken. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr das Video schaut. Und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!